Nach deutschlandweiten Demonstrationen mit über 150.000 Teilnehmern, nach unzähligen Artikeln und Videos zu dem Thema und einer monatelangen Debatte kam es heute zur finalen Abstimmung über Artikel 13 und der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie. Auch wenn die Meinungen zu dem Thema weit auseinandergehen, eins steht fest: Wenn Artikel 13 durchkommt, wird sich das Internet verändern. Heute, am Dienstag, den 26. März, entschied sich im EU-Parlament eine knappe Mehrheit für den so umstrittenen Artikel 13. Konkret gab es 348 Ja- und 274 Nein-Stimmen. Auch die Abstimmung über Änderungsanträge, wie zum Beispiel Änderungen an Artikel 13, wurde mit 5 Nein-Stimmen mehr abgelehnt. Was das nun bedeutet für uns und auch für die Zukunft von YouTube, Instagram, Twitch und Co., erklären wir euch in diesem Video. Beginnen wir zuerst mit der Richtlinie an sich. Bevor wir als Nutzer irgendwelche Auswirkungen spüren werden, wird erstmal einiges an Zeit vergehen. Denn eine EU-Richtlinie hat keinerlei Bestand, wenn sie nicht auch von den Ländern der Europäischen Union in geltendes nationales Recht gewandelt wird. In Deutschland bedeutet das zum Beispiel, dass wir in 2 Jahren ein dementsprechendes Gesetz erhalten werden, welches dann für Internetangebote in Deutschland gilt. Die CDU erklärte bereits, dass bei der Implementierung der neuen Urheberrechtsrichtlinie und von Artikel 13 explizit auf Uploadfilter verzichtet wird. Das würde eigentlich bedeuten, dass das Gesetz nur noch Lizenzvereinbarungen zwischen Rechteinhabern und Plattformen vorschreibt. Aber ob das wirklich so kommt, ist schwer zu sagen. Denn in 2 Jahren kann sich politisch einiges verändern und auch Uploadfilter können, auch wenn sie nicht explizit genannt werden, trotzdem implementiert werden. Immerhin sind Uploadfilter auch im aktuellen Gesetzestext nicht mit inbegriffen. Trotzdem scheinen sie als einzige realistische Option, um Plattformen 100%ige Sicherheit zu ermöglichen. Auch bei den kommenden Europawahlen kann sich einiges verändern. Immer mehr junge Menschen beteiligen sich inzwischen an der Debatte um Artikel 13, was auch Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben kann. Doch was wird denn jetzt aus dem Internet? Wenn die Richtlinie in geltendes Recht umgewandelt wird, kommt es dazu, dass Plattformen in Zukunft für Urheberrechtsverletzungen bei Inhalten, die jeder auf ihnen hochladen kann, haften müssen. Wir haben euch schon öfter erzählt, dass auf YouTube, wie auch auf Instagram, Twitch und Facebook rein rechtlich gesehen ununterbrochen Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Das fängt bei Reaction-Streams an, erstreckt sich über Memes und Let's Plays und betrifft sogar Nachrichten und Wissenskanäle. Grob gesagt betrifft es jeden Kanal oder Account, der nicht nur Videos oder Fotos erstellt, die er zu 100% selbst erschaffen hat oder dafür keine Lizenzvereinbarungen abschloss. Doch wie YouTube, Twitch und Co. nun ab 2021 aussehen werden, liegt in der Hand der Plattformen selber. Vielleicht werden Seiten wie YouTube und Instagram beginnen, nur noch ausgewählte Kanäle zu erlauben. Vielleicht wird es allerdings auch nur auf Lizenzvereinbarungen hinauslaufen und die YouTube-Creator werden nicht betroffen sein. Wie die Plattformen jetzt weitermachen werden, werden wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten erfahren. Dabei kann man nur hoffen, dass YouTube und Co. besonders auf Transparenz setzen und offen erklären, wie genau die neue Urheberrechtsrichtlinie die Plattform verändern wird. Am Ende kann man nur sagen, dass die ganze Debatte um Artikel 13 ein Problem löst, das im gewissen Umfang existiert, die Maßnahmen, die dafür gewählt werden, allerdings die Gefahr bergen, große Kollateralschäden zu verursachen. Uns bleibt also nur eins, und zwar zu hoffen, dass sie nicht so groß werden, dass sie das gesamte nutzergenerierte Internet zerstören, sondern die aktuelle Freiheit des Netzes auch weiterhin erhalten bleibt. Was sind denn eure Gedanken zu dem Thema? Wie wird YouTube, wie werden Twitch und Instagram in Zukunft aussehen?